Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn große Content-Creator, YouTuber, Streamer und so weiter über ihre Einnahmen sprechen. Das hat Elias zum Beispiel gemacht und in diesem Video schauen wir uns mal die Einnahmen von Elias an, die er ja vor einigen Wochen in einem Video veröffentlicht hat. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn ein Content Creator auch unternehmerisch tätig ist. Ich habe vor einiger Zeit schon auf das Video von Rob Bubble reagiert und da fand ich es auch schon sehr, sehr spannend, was Rob Bubble alles macht. Elias N97. Der ist deutlich umtriebiger noch als wahrscheinlich fast alle anderen und hat wirklich sehr, sehr transparent über seine Umsätze, Einnahmen, Beteiligung und so weiter gesprochen, dass ich das so, so spannend fand, dass ich mir dachte, darauf gehen wir auch einfach mal in so einem Reaction-Video ein. Und deswegen würde ich sagen, wechseln wir direkt mal auf meinen Bildschirm und wir schauen uns sein Video an. Hey Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde ein Video jetzt hier machen, wo ich eure ganzen Fragen beantworten werde. Da sind sehr, sehr, sehr private Fragen. Es geht da um Kohle, es geht da um Liebe, es geht da um... Ihr werdet es sehen, also so Sachen über die... Ich habe das Video vorher schon angeguckt, habe mir immer so ein paar Stellen rausgesucht. Wir springen immer zu Kohle. Das für die Liebe, da könnt ihr gerne auf dem Kanal von Elias vorbeischauen. Ich verlinke das Video auch einmal unten in der Videobeschreibung. Deswegen schaut da gerne vorbei. Ich bin hier für die Kohle und fürs Business, um mir das anzugucken. Und ja, bin ich besonders gespannt und deswegen werde ich immer zu den jeweiligen Stellen direkt springen. Wie man nicht so eigentlich im Internet redet. Warum mache ich dieses Video? Umso größer es wurde, umso weniger wollte ich auch darüber reden, weil ich niemanden ans Bein pinkeln wollte. Jetzt in Bezug auf Kohle oder sowas, ne? Fame, Kohle, sowas. Ja, das ist grundsätzlich halt das Thema, die jeder kennen, also jeder in Deutschland sagt man immer so, über Geld spricht man nicht. Es ist in anderen Ländern so ein bisschen anders. Da ist das ein bisschen, zeigt man eher, was man hat und wird eher als Vorbild gesehen, wenn man erfolgreich ist, unternehmerisch, auch finanziell. In Deutschland eher nicht. Und das führt halt dazu, dass viele Leute da eher sehr zurückhaltend sind. Umso besser, schöner, spannender finde ich es, wenn er das Ganze transparent macht. Als ich früher YouTube geguckt habe und Streamer, da wollte ich immer, ich wollte es auch immer wissen, wie viel verdienen die denn? Wie ist das in Bezug auf den Thema? Wie macht ich das? Erzähl doch mal. Aber man will das als Streamer und YouTuber nicht erzählen, weil wie gesagt, du willst niemanden irgendwie so, du willst nicht arrogant rüberkommen und sowas. Also ich denke, wenn man das... Ja, verstehe ich zu 100%, dass er das deswegen normalerweise nicht erzählt. Ich persönlich finde es auch super spannend. Das ist ehrlicherweise auch einer der Hauptgründe, warum ich in der Steuerberatung gelandet bin, weil da habe ich wirklich den ungefilterten, echten, kompletten Einblick, nicht nur in meine eigenen Finanzen, sondern in ganz, ganz viele Branchen, ganz viele Selbstständige, ganz viele Unternehmer und so weiter. Und wir betreuen natürlich auch einige Content-Creator als Kontist-Steuerberatung, aber ich kann natürlich nicht und werde ich auch nicht die Zahlen von irgendwelchen Mandanten offenlegen und so weiter. Deswegen kann ich auch nur quasi damit arbeiten und das teilen, was andere öffentlich machen und dann kann ich damit quasi das zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, Elias. Von Mr. Aladdin, kannst du uns deine YouTube-Einnahmen für das Jahr 2022 zeigen? Und wir gehen jetzt wird's also spannend. Jetzt in das Geldthema wahrscheinlich, was sehr, sehr viele interessieren wird. Ich werde euch viele Dinge jetzt hier gleich zeigen, die eigentlich ja relativ privat sind. Aber bevor ich euch das auch zeige, muss ich ganz klar sagen, erstens, alle Beträge sind im Brutto, die ich euch auch nachher erzählen werde. Genau, Brutto ist auch nicht zu verwechseln mit dem Brutto, was man als Angestellter hat. Wenn du ihr selbstständig seid, dann wisst ihr das natürlich. Das, was er meistens zeigt oder als Selbstständiger zeigt, ist dann auch nicht nur Brutto, sondern es ist der Bruttoumsatz. Also es ist nicht der Bruttogewinn, sondern es ist in meisten Fällen der Umsatz inklusive Umsatzsteuer. Das heißt, dann geht erstmal Umsatzsteuer raus, zumindest in vielen Fällen. Und dann müssen natürlich auch noch alle Produktionskosten, alle Betriebsausgaben und so weiter abgezogen werden. Und dann ist es erst ein Gewinn, aber auch erst ein Gewinn vor Steuern. Und dann muss auf diesen Gewinn auch nochmal Steuern gezahlt werden. Und das ist dann tatsächlich das, was bei Elias tatsächlich am Ende auch hängen bleibt. Deswegen, ganz, ganz wichtiger Hinweis, ist das, was er da zeigt, ja nicht das Geld, was er am Ende übrig hat, sondern es ist erstmal nur die Betriebseinnahmen. Ich will euch einfach nur ganz authentisch zeigen, was so abging. Ihr seid der Grund, warum ich überhaupt so viel Geld verdiene. Und deswegen will ich euch das alles einfach mal zeigen, damit auch diese ganzen Spekulationen und so einfach mal weg sind. In diesem Monat waren es 74.000 Euro. Wichtiger Punkt hier übrigens, wir haben vor kurzem ein Video hochgeladen, wo wir die Top 10 YouTuber von 2022 veröffentlicht haben. Also wer hat am meisten mit dem AdSense-Programm auf YouTube verdient im Jahr 2022? Und da haben wir eine Top 10-Liste erstellt. Ich verlinke dir das Video oben rechts einmal. Schau da gerne mal vorbei.
Und wer weiß, vielleicht ist Elias auch dabei. 4.000 Euro mehr als gewöhnlich. Also da ist auch direkt die Frage, so es pendelt sich immer sowas zwischen, so zwischen 50 und 80.000 ist das meistens auf meinem Main-Kanal. Aber wir machen jetzt hier mal das Jahr 2022. Das heißt, in einem Jahr an AdSense-Einnahmen 736.000 Euro. Das ist nur das Geld, was Elias ausgezahlt bekommt von YouTube. Kann man einstellen, meistens wird monatlich ausgezahlt. Und das ist das Geld, was er nur an den AdSense-Einnahmen eingenommen hat. Zu den AdSense-Einnahmen gehören die Werbeeinblendungen, aber tatsächlich auch die Donations auf YouTube, die Superthanks und solche Sachen, die sind da alle drin. Also alles, was direkt über YouTube kommt. Das ist übrigens auch ohne Umsatzsteuer. Das heißt, das ist wirklich der Nettoumsatz, weil YouTube den Sitz nicht in Deutschland hat, kriegt, ist das quasi so ein Reverse-Charge-Umsatz. Das bedeutet, dass das ohne Umsatzsteuer ausgezahlt wird. Aber es ist natürlich noch vor Betriebsausgaben und auch vor der Einkommensteuer und Gewerbesteuer und solche Sachen. Deswegen, das ist wirklich der Umsatz, der aber doch sehr, sehr beachtlich ist. So eine 750.000 in einem Jahr nur durch Werbeeinnahmen auf YouTube, das ist schon sehr beachtlich. Da waren es 736.000 Euro. Ja, Chat, das ist die nackte Wahrheit. 736.000. Ich habe aber auch schon hier was vorbereitet für euch. Es gibt ja noch mehrere Kanäle. Auf dem Zweitkanal, Edi Geller, sind es gewesen 261.000. Ist auch krass. Tatsächlich, zweiter Kanal nochmal, 261.000. Das bedeutet, insgesamt liegt er bei über 1 Million Euro, die er auf YouTube, mit YouTube verdient hat. 1000 Euro. Ja, Freunde, das ist sehr viel Geld. Es ist ungefähr 1 Million Euro brutto mit YouTube in diesem Jahr. Das ist die nackte Wahrheit. Mit brutto meint er, wie gesagt, also es ist brutto gleich netto bei YouTube, aber es ist halt der Umsatz. Das sind noch keine Kosten abgezogen. Das ist sehr viel Geld. Brauchen wir nicht drum reden. Ich bin euch sehr dankbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist die Wahrheit. Da war nämlich auch direkt die nächste Frage. Wie viel hast du, seitdem du YouTube machst, eingenommen? Seitdem ich YouTube mache, das kann man hier ganz gut machen. Seit Erstellung sind es 1,3 Millionen Euro ungefähr. Das finde ich ganz interessant. 1,3 Millionen insgesamt mit dem YouTube-Kanal und im letzten Jahr 750.000. Das heißt, vor letztem Jahr, also bis 2021, war das doch verhältnismäßig relativ wenig. Und auch wenn man sich das mal anguckt, so besonders aktiv, also lange aktiv ist er noch gar nicht auf YouTube. Das heißt, es scheint in den letzten Jahren doch ganz erheblich gestiegen zu sein. Auch natürlich sehr viel Geld. Ich mache ja noch nicht so lange YouTube und ich habe am Anfang auch nicht wirklich viel verdient mit YouTube, Freunde. Also ihr merkt, also guck mal hier, letztes Jahr, man kann es ja hier sehen, 2021 waren es 400.000. Ja, guck mal, letztes Jahr fast verdoppelt. Dieses Jahr waren es 730.000. Im Jahr 2020 mit 19, könnt ihr euch ja ausrechnen, was es ungefähr war. Das ist das, was... Das heißt, am Ende YouTube ging bei ihm los, 2021 erst richtig und davor noch gar nicht so sehr. Was man so mit YouTube verdient, da gibt es noch den Zweikanal, der wird ja so 300.000 oder so gemacht haben seit YouTube-Erstellung. 350.000, sowas in der Art würde ich schätzen. Also 1,6 Millionen oder so seit YouTube-Erstellung. Das sind die nackten Zahlen. Das ist jetzt so ein Thema, das muss ich wirklich versuchen vernünftig zu erklären. Einnahmen 2022, YouTube plus Sonstiges. Da bin ich auch sehr gespannt. Also das ist jetzt YouTube. Wir wissen, er hat mit YouTube 1,1, gut 1 Million nur mit YouTube gemacht. Das wird ja bei weitem nicht alles sein. Und ich habe das Video vorher schon gesehen. Elias ist wirklich unfassbar umtriebig, unternehmerisch. Den würde ich gar nicht Content Creator nennen. Elias ist einfach Unternehmer, ohne Einschränkung. Ich habe mir vorher natürlich alles ausgerechnet und ich droppe jetzt einfach mal die Zahlen. Ein paar Sachen, eine Sache kann ich nicht sagen. Das hat aber was mit meinem Partner natürlich zu tun. Das versteht ihr relativ, aber ich gebe euch da eine Richtung auf jeden Fall. Hab gefragt, ob ich mal ein paar Sachen richtig zeigen kann, wie die YouTube-Einnahmen gerade. Aber manche Sachen, das geht nicht, weil ich nicht alleine bin sozusagen in dieser Firma und dann sozusagen zeige, was da ganz genau abgeht. Das ist auch relativ klar eigentlich. Er versucht hier schon sehr transparent zu sein, aber dass er keine Gehälter von Geschäftspartnern veröffentlichen kann, ungefragt, das ist, glaube ich, relativ logisch. Und manchmal hat man natürlich auch mit Werbepartnern und so weiter, in den Verträgen steht dann drin, dass man das nicht kommunizieren darf. Muss er sich natürlich dran halten, sonst würde er halt unter Umständen diese Umsätze oder Geschäftspartner auch direkt wieder verlieren, was es natürlich nicht wert ist. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass er nicht alles komplett transparent machen kann. Versteht ihr aber, denke ich, da draußen. Wir fangen mal an mit dem, was ich am wenigsten sozusagen verdiene im Jahr. Das ist Perform All, meine Fitness-App. Perform All, das heißt, Elias hat eine Fitness-App. Ich gucke mir die ganzen Firmen einfach direkt mal an. Und zwar springe ich hier einmal auf die Webseite, das heißt perform-all.de.
die Sport- und Fitness-App von Eli Geller. Das ist er und wir schauen natürlich als erstes im Impressum herauszufinden, was ist die Firma. Na, Elias, wo ist das Impressum? Wir haben zumindest hier unten den Firmennamen. Das ist der Firmenname, den ich gesucht habe. Und das packen wir natürlich auch bei North Data einmal rein, um zu gucken, ob da Informationen über diese Firma stehen. Und zwar diese Firma. Leider keine Umsätze oder Gewinne verfügbar. Übrigens, immer wenn ihr bei North Data keine Daten findet, ist das meistens der Grund. Erstens, weil die Zahlen vielleicht noch nicht besonders lange veröffentlicht sind. Die werden ja nicht bei North Data veröffentlicht, sondern beim Bundesanzeiger und im Handelsregister. Und es kann sein, dass da bestimmte Sachen halt noch nicht online sind. Oder aber die Firma ist vom Umsatz und Gewinn einfach nicht groß. GmbHs müssen ihren Abschluss, ihren Jahresabschluss, also die Gewinnermittlung, immer zum Bundesanzeiger übermitteln und hinschicken. Es wird aber nicht alles veröffentlicht. Erst ab einer gewissen Größe des Unternehmens werden diese Zahlen tatsächlich öffentlich gemacht. Aber wir sehen hier, diese Firma existiert. Die hat den Sitz in Berlin, das sehen wir alles. Aber wir sehen jetzt nicht die Zahlen. Das Ganze gibt es erst ab einer gewissen Größe. Und es kann sein, dass Perform All, sagt er auch gerade, nicht die größte Firma ist. Und deswegen haben die Zahlen zumindest nicht veröffentlicht. Und hier steht auch, das Betreiben einer Fitness-App namens Perform All. Abonnenten haben Zugriff und so weiter. Das heißt, das ist der Inhalt. Wir sehen auch, Perform All GmbH. Geschäftsführer ist nicht Elias, wahrscheinlich ist ein Geschäftspartner, aber da steckt er wohl dahinter. Aber ja, diese Firma gibt's, die findet man im App Store und ja, schauen wir mal weiter. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, also ihr könnt, ich bin da Geschäftsführer, ich kann da sozusagen... Er ist Geschäftsführer? Das sieht anders aus. Also kann sein, dass er da in leitender Funktion angestellt ist und es kann auch sein, dass es zu 100% seine Firma ist. Aber Geschäftsführer ist Timo Wiese. Das ist nicht Elias Nährlich, sieht man hier zumindest. Das heißt, Geschäftsführer ist er nicht, nein. Kann aber tatsächlich sein, dass er zu 100% der Inhaber der Firma ist. Das kann tatsächlich sein. Aber Geschäftsführer ist er zumindest nicht. Das stimmt zumindest nicht so ganz. Mir mein eigenes Gehalt, Geschäftsführergehalt auszahlen lassen. Ich könnte es auch höher machen, ich könnte es auch ein bisschen niedriger machen. Das stimmt. Also wenn das seine Firma ist, also wenn er der Inhaber ist, dann gehört ihm die GmbH und dann kann auch irgendjemand anderen da quasi als Geschäftsführer reinlassen und einfach angestellt sein. Und natürlich kann er denn da auch mit beeinflussen, wie hoch sein Gehalt ist. Und er hat eigentlich immer die Wahl, entweder zahle ich mir ein Gehalt, also wenn die Firma beispielsweise 100.000 Euro Gewinn macht, dann kann er sich überlegen, ich zahle mir 100.000 Euro als Gehalt aus und in dem Sinne sein Gehalt festlegen. Oder er kann sagen, ey, die Firma macht einen Gewinn und ich schütte mir dann anschließend den Gewinn aus. Das führt bei ihm in der Einkommensteuererklärung zu einer unterschiedlichen Behandlung. Bei einem Gehalt hat er halt ganz normale Gehaltsabrechnung mit den Lohnsteuerabzügen, zahlt Lohnsteuer, zahlt aber auch Krankenversicherung und solche Sachen. Wenn er das als Gewinn hat in der Firma und sich ausschüttet, dann zahlt er Kapitalertragsteuer. Das heißt, dann wird 25% von der Ausschüttung quasi einbehalten und dann genau, wird das einmal pauschal abgezogen, aber keine Sozialversicherung und so weiter. Und das kann man ausrechnen, was denn für ihn finanziell am günstigsten ist. Er sagt jetzt hier, er hat ein Gehalt, eventuell on top nochmal Gewinne, aber es ist natürlich auch so, je niedriger er sein Gehalt ansetzt, desto höher ist der Gewinn und so kann man das ein bisschen verschieben. Entweder Gehalt hoch, dann wird der Gewinn kleiner oder Gehalt runter, dann ist der Gewinn ein bisschen größer und so kann man dann entscheiden, wie groß die Anteile zwischen Gehalt und Gewinnausschüttung, also Kapitaleinkünften ist. Das kann man quasi als Geschäftsführer oder als Gesellschafter, also Inhaber der GmbH, frei aussuchen. Du musst es halt so anpassen, dass es an deinem Einnahmen von der Firma ganz gut ist. Aber ich habe da auch mir nicht so, also es ist viel Geld, aber... Ja, genau. Genau wie er sagt, das kann man sich frei einpassen. Ne, damit ihr es mal gehört habt. Also Perform All, 60.000 Euro verdiene ich mit Perform All im Jahr. Mit dem Podcast... Das ist dann sein Gehalt. 60.000, ich gehe stark davon aus, dass das genau das Gehalt ist. 60.000 heißt, 60.000 durch 12 sind 5.000 Euro. Das heißt, er wird 5.000 verdienen im Monat. Ich gehe mal stark davon aus, dass er hier vom Bruttogehalt spricht. Das produziert tatsächlich auch noch mehr Kosten. Die Arbeitgebersozialabgaben wird auch Perform All zahlen müssen. Und er kriegt natürlich keine 60.000 ausgezahlt, sondern 60.000 minus Lohnsteuer und Sozialversicherung. Verdiene ich ungefähr 150.000 im Jahr. Ich weiß auch nicht, was das sind. Irgendwie 10.000, 12.000 oder so, glaube ich, im Monat. Kommt immer so ein bisschen darauf an. Krass, Podcast produziert er auch 150.000 im Jahr. Das sind wahrscheinlich Werbeeinblendungen in dem Podcast. Das ist natürlich schon sehr, sehr ordentlich. Ich habe keine Ahnung, ob ein Unternehmen seinen Podcast produziert und das Geld erstmal ins Unternehmen fließt und er sich das dann daraus nimmt oder ob er das quasi selber macht und das Geld direkt bei ihm landet. Aber ja, 150.000 im Jahr, sagt er gerade 12.000 im Monat, ist natürlich auch sehr, sehr ordentlich.
an, was ich gerade so mache mit den Werbungen und sowas. Ich knall aber nicht so viel Werbung in meinen Podcast rein. Die Zahlen sind halt extrem gut, ne? Wir haben im Monat irgendwie, keine Ahnung, also jede Folge hat irgendwie im Schnitt 100.000 Streams. Das ist schon sehr, sehr viel. So viel Werbung knallen wir da nicht rein, aber das ist auch eher so ein Spaßding, dieses Podcast. Dann gibt es einen riesengroßen Sprung. Das sind so die beiden Sachen. Achso, nee, hier. Fokus. Ach, Fokus habe ich vergessen. Fokus kommt dazwischen. Fokus. Generell ist schon krass, dass er hier unten anfängt und bei 60.000 Euro ist eine kleinste Einkommensquelle. Ich glaube, viele in Deutschland wären sehr glücklich, wenn sie bei 60.000 allein für alle Einkommensquellen haben. Bei ihm sehr, sehr, sehr krass. Mit Fokus habe ich ein Geschäftsführergehalt von 10.000. Also auch Fokus gucken wir uns natürlich einmal an. Webseite fokusclan.gg. Fokus, Deutschlands meistgefolgtes E-Sports and Gaming Team. Auch da gucken wir natürlich als erstes mal nach dem Impressum. Hier gibt es ein Impressum, sehr schön. Und hier steht Management, Elias Nährlich, da steht da Dennis Andreas Nirtl und Martin Weiß. Genau, und die Firma gucken wir uns natürlich auch einmal an. Direkt bei NorthData, vielleicht finden wir dazu mehr Zahlen. Er hat ja sein Gehalt schon gesagt, wie viel er da ausgezahlt bekommt. Fokus Clan in Bochum. Auch hier stehen die Umsätze und Gewinne leider nicht, aber hier sehen wir das einmal. Hier Martin Fokus. Elias steht auch hier nicht als Geschäftsführer drin. Elias? Also ich glaube ihm ja hundertprozentig, dass er daran umfangreich beteiligt ist, offensichtlich. Aber als Geschäftsführer stehst du im Impressum drin, aber nicht hier. Vielleicht muss das einmal im Handelsregister aktualisiert werden. Aber genau, hier ist er aktiv. Es wirkt auch sehr so, als wenn hier stark E-Sports GmbH sehr eng verbunden ist. Aber auch hier steht Elias nicht drin. Ich gucke einmal darauf. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo die Umsätze jeweils fließen. Ich weiß jetzt das, was er öffentlich macht, aber ich klicke einmal drauf. Hier sieht man zumindest, die Firma ist ein bisschen mehr. Hier sieht man bei den Umsätzen, sieht man schon ein bisschen mehr. 2021 780.000 Euro Umsatz. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wer da drin ist, aber die wirkt sehr eng verbunden, weil es einfach die gleichen Leute beide in der Geschäftsführung aktiv waren. Deswegen denke ich davon, dass Elias auch da irgendwie involviert ist. Aber da hat er ja schon gesagt, er hat da einen Geschäftsführergehalt. Ich bezweifle, dass ein Geschäftsführer ist, außer ihr habt das gerade gemacht und noch nicht ans Handelsregister gemeldet, zumindest öffentlich noch nicht Geschäftsführer, aber er hat zumindest ein Gehalt von 10.000 im Monat, was natürlich auch nochmal ordentlich ist. Ist das sein Nebenjob? Ist das sein Hauptjob? Also er hat ein Anstellungsverhältnis für 5.000 im Monat und nochmal ein Anstellungsverhältnis mit 10.000 im Monat. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also ich lasse mir von Fokus 10.000 im Monat auszahlen, das sind 120.000 im Jahr. Aber das ist eine andere Nummer, also da habe ich Anteile dran und... Genau, damit sagt er, er ist auch Gesellschafter. Das heißt, es ist eine GmbH, da ist er sowohl angestellt als auch Besitzer oder Mitbesitzer. Das heißt, also Besitzer bei Kapitalgesellschaften sind halt die Gesellschafter oder bei Aktiengesellschaften halt Aktionäre. Da musst du smart sein, du kannst dir nicht so krass viel auszahlen lassen. Fokus ist ein Multimillionenunternehmen und da war mir halt wichtig, dass das Unternehmen erstmal, dass ich da sozusagen... Krass, auch Multimillionen? Keine Ahnung, seit wie lange die aktiv sind. Veröffentlicht sind Jahresabschlüsse bis 2021. Die Millionen sieht man zumindest nicht veröffentlicht bei NorthData bisher. Ich guck da mal in ein paar Monaten später nochmal nach, vielleicht sieht man dann mehr. Zu sagen, meine Anteile habe bei Fokus, weil ich das Projekt sehr, sehr cool finde. Es kommt dann ein sehr, sehr großer Schritt und zwar kommt dann halt YouTube mit 1 Million ungefähr. Habe ich ja vorhin gezeigt. YouTube 1 Million. Twitch ist wahrscheinlich ein sehr interessantes Thema. Twitch habe ich mit dem Community Manager von mir geredet. So ganz genaue Sachen, so dieses Dashboard und so, nicht unbedingt zeigen, so wie bei YouTube. Das kann man sich aber auch relativ easy eigentlich ausrechnen. Erster. Genau, man kann es relativ leicht ausrechnen, weil man die Follower, Subscriber und so weiter, das sieht man ja online, gibt es so Statistik-Webseiten und so weiter, man weiß ja ungefähr, also man weiß, wie viel man dafür bezahlt und man weiß so ungefähr, was am Ende bei den Creatern, bei den Streamern hängen bleibt, deswegen kann man es sich ausrechnen, aber wenn das jetzt hier direkt sagt, dann mache ich mir die Mühe nicht, das nachzurechnen. Ich nehme das Video am 19.12. auf. Die nackten Zahlen sind, ich habe 399.000 Abonnements auf diesen Twitch-Kanal im Jahr 2022 gehabt und habe ungefähr 1,1 Millionen Dollar verdient mit... Das ist auch krass. Also hier, wir gucken vielleicht auch einmal. Perform All ist ein Brutto-Anstellungsverhältnis. Podcast, 150.000 sind wahrscheinlich seine Betriebseinnahmen. Fokus ist auch ein Gehalt. YouTube ist eine
Einnahme, aber ohne Umsatzsteuer, weil YouTube nicht in Deutschland sitzt. Das gleiche gilt für Twitch. Twitch gehört zu Amazon, Twitch hat den Sitz nicht in Deutschland, das heißt, die Auszahlungen sind ohne Umsatzsteuer. Aber auch hier, das sind Betriebseinnahmen. Das heißt, Podcast, YouTube, Twitch sind Betriebseinnahmen, kann er natürlich noch alle möglichen Geschäftsausgaben abziehen, bevor er quasi den Gewinn ausgerechnet hat und dann muss er auf den Gewinn noch Steuern bezahlen. Aber wir sehen bei den Einnahmen schon, sein Steuersatz wird nicht der niedrigste sein. Twitch ist schon halt auch mein Hauptding so, ne? Social Media technisch, das ist auch sehr viel Geld, Freunde. Was soll ich dazu sagen? So, jetzt kommen die Firmen, jetzt kommen die Firmen. Jetzt fangen wir an nach 2,5 Millionen Euro. Da muss ich es auch so argumentieren wie bei Focus oder bei Perform All. Du kannst dir, wie bei Elevate besonders, man zahlt sich ein Geschäftsführergehalt aus. Das kann bei mir mehr sein als bei anderen. Also bei Sydney oder Wadi, das kommt ein bisschen drauf an, wie du es machst. Also rein theoretisch könnte ich mir 1.000 Euro auszahlen lassen und Sydney 10.000 oder so. Das ist bei jedem. Ja genau, also nur weil du eine Position hast oder Geschäftsführer ist, da gibt es keine Vorschrift. Du kannst wenig auszahlen, dann machst du halt, wie ich vorhin erzählt habe, dann machst du mehr Gewinn oder zahlst mehr raus, dann machst du weniger Gewinn. Und natürlich, wenn drei Geschäftsführer sind, dann kann man da unterschiedliche Deals haben. Gerade jetzt in dem Fall, wenn Elias derjenige ist, der fürs Marketing, für die Reichweite, für die Promotion zuständig ist und jemand anderes fürs Tagesgeschäft, dann kann man sich darauf einigen, dass man auch unterschiedliche Gelder bekommt. Das ist einfach, da setzt man sich zusammen und einigt sich auf irgendwas. Da gibt es keinerlei rechtliche Vorgaben. Unterschiedlich, damit ihr nicht denkt, so jeder verdient das gleiche oder so. Ist dein Unternehmen, kannst du machen, wie du gerade Bock hast. Solange natürlich alle Steuern und sowas gezahlt sind. Ja, bei Elevate verdiene ich ungefähr mit Gewinnausschüttungen. Also Elevate ist ein, steht hier gerade, Klamottenbrand. Genau. Gucken wir mal, was er da verdient. Mit Geschäftsführergehalt und hast du nicht gesehen, 1,1 Millionen. Oh. Also 1,1 Millionen, das sind auch fast 100.000 im Monat. Ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht sein Gehalt ist. Ich vermute sehr stark, dass er nicht bei Elevate irgendwie 80.000, 90.000 Euro im Monat Gehalt bekommt, sondern dass es wahrscheinlich ein Gehaltsanteil ist und eine Gewinnausschüttung. Ich sehe auch gerade hier oben einen Hinweis, Elevate-Zahl ist noch nicht final. Das hängt noch von der Gewinnausschüttung ab. Da das Geschäftsjahr noch nicht rum ist, ist nur eine ungefähre Prognose. Genau, wahrscheinlich wird er dann Teil Gehalt bekommen und den Rest, der quasi dann übrig bleibt pro Jahr Gewinn, der wird dann ausgeschüttet. Das ist genau der Unterschied. Gehalt ist auch in der persönlichen Einkommensteuererklärung von Elias Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, Anlage N in der Einkommensteuererklärung. Der Rest ist Kapitaleinkünfte, Anlage Cap in der Steuererklärung. Und das ist auch klar. Ich glaube, das Video ist von Mitte Dezember. Das heißt, Mitte Dezember weiß er ja noch nicht, wie die letzten Tage des Jahres laufen, wie das Weihnachtsgeschäft noch laufen wird. Deswegen kann er sein ein bisschen hoch und runter. Natürlich kann man das, wenn man weiß, wie die Vorjahre gelaufen sind, schon einigermaßen gut schätzen. Aber diese 1,1 Millionen setzen sich ziemlich sicher aus zwei Quellen zusammen. Das aber natürlich sehr heftig. 1,1 Millionen Ausschüttung ist schon sehr ordentlich. Aber die Zahl, um eure Frage zu beantworten, 1,1 Millionen. Krass, ey. Jetzt muss ich natürlich auch nochmal Elevate anschauen. Jetzt sind wir einmal auf elevateclo.com und auch hier gehen wir natürlich einmal ins Impressum. Auch das ist eine GmbH, sehr schön. Sitz in Berlin, Elevate Clothing GmbH. Und da gehen wir natürlich wie immer einmal bei Northdata rein, schauen einmal hier Elevate Berlin. Und hier gibt es tatsächlich Zahlen. Wichtig hier, das sind immer Zahlen, nachdem sie veröffentlicht sind. Er hat das Video Ende 2022 aufgenommen, jetzt ist Anfang 2023. Natürlich ist die Steuererklärung der Jahresabschluss für 2022 noch nicht fertig. Relativ klar. Aber wir sehen die Zahlen bis 2021. Und hier sehen wir, der Umsatz ist geschätzt, aber in 2021 ein Umsatz von 3,5 Millionen Euro. Das heißt, das ist schon mal sehr, sehr, sehr ordentlich. Und eine Bilanzsumme 1,3 Millionen Euro. Sobald hier die Zahlen von 2022 veröffentlicht sind beim Bundesanzeiger, werden die auch hier drin stehen. Und gucken wir auch, oh, das ist auch, guck mal, hier sehen wir tatsächlich Elias Nährlich. Da stimmt es tatsächlich, dass er da Geschäftsführer ist. Das steht auch, genau, das steht tatsächlich auch hier im Impressum. Das stimmt so. Das heißt, da ist er angestellt und hat er gesagt, kriegt dann Gehalt plus die Gewinnausschüttung. Hier sieht man auch, am 31.12. haben die ungefähr 1,3 Millionen Umlaufvermögen. Das werden Klamotten sein, die im Lager da liegen. Und auf der Passivseite 600.000 Eigenkapital und 200.000 Rückstellungen. Rückstellungen sind häufig Steuern und solche Sachen, aber ungefähr 600.000 Euro an Eigenkapital ist es drin. Das ist das Geld, nicht 1:1, aber das Geld, was man sich potenziell ausschütten kann. Aber wie er schon sagt, es ergibt nicht Sinn, immer alles bis auf den letzten Cent auszuschütten, wenn man in dem Unternehmen auch noch Geld braucht, um zu arbeiten damit. Auch ungefähr mit Elevate. Dann kommen wir, das wusste ich nicht zum Beispiel, dann kommen wir zum größten Stück sozusagen und zwar ist das VitaWelt. Wir werden uns im März auszahlen.
VitaVate ist ein Vitaminwasser. Auch ganz geil, wusste er gar nicht, dass das der größte Posten ist. Anlassen. Immer im März soll das sein. Einmal im Jahr. Es gibt kein Gehalt, sondern einmal im Jahr eine Gewinnausschüttung. Und genau, da sagt er auch, ist noch nicht final. März ist normalerweise, das heißt, sie machen Jahresabschluss fertig bis März. Damit sind sie sehr, sehr vorbildlich. Die haben, wenn sie Steuerberater haben, haben sie bis zu anderthalb Jahren tatsächlich Zeit, das Ganze zu machen. Also fast anderthalb Jahre. Und dann muss das erst fertig sein. Wenn die es direkt machen, ist natürlich sehr schön. Aber die müssen den Jahresabschluss machen, also die Buchhaltung abschließen und so weiter, Bilanz erstellen, Gewinn- und Verlustrechnung erstellen und basierend auf dem tatsächlichen Gewinn können sie dann entscheiden, wie viel von dem Gewinn sie denn tatsächlich ausschütten. Und die ist dann bei mir 1,3 Millionen Euro. Ja, da kommen dann halt nochmal 1,3 Millionen. VitaVate ist aber, glaube ich, auch echt groß. Auch das können wir uns natürlich anschauen. Auch die haben natürlich eine Webseite. VitaVate, schauen wir auch, ob die auch ein Impressum haben. Haben sie. Unibev GmbH in Stuttgart. Der hat auch in jeder Stadt irgendwie eine Firma sitzen. Vertreten durch Fabian Huber. Das heißt, hier ist Elias nicht Geschäftsführer. Hat er aber auch nicht behauptet. Aber auch das gucken wir natürlich bei NorthData einmal nach. Unibev GmbH. Und hier steht auch ein Gewinn. Und zwar für 21 noch nicht. Das heißt, hier ist unter Umständen der Jahresabschluss 21 noch nicht abgegeben. Theoretisch noch nicht kritisch. Wird wahrscheinlich jetzt aber sehr zeitnah kommen, weil langsam läuft die gesetzliche Pflicht ab, dass das auch veröffentlicht sein muss. Bis denn 22 kommt, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Das ist aber halt, hier sieht man, 19 und 20 haben sie noch jeweils einen Verlust gemacht. Aber sie haben einen Umsatz gemacht in 2020 von 620.000 Euro. Das ist deutlich mehr geworden. Das hat Elias schon ein paar Mal erzählt, dass das inzwischen echt ein großes Unternehmen ist. Man sieht auch das ganze Konstrukt, das ist sehr komplex. Es liegt aber auch tatsächlich daran, dass da inzwischen echt viel dahinter steckt. Vielleicht erzählt er auch die Zahlen da. Euro brutto. Ja, das sind die Sachen, über die ich rede. Brutto bedeutet hier nicht, dass das sein Bruttogehalt ist, ganz klar, sonst wäre sein monatliches Gehalt auch bei 120.000. Das ergibt bei den Dingen überhaupt gar keinen Sinn, weil dann sind die Abzüge mit Sozialversicherung und Steuern und so weiter, werden fast 50% sein. Und wenn er eine Ausschüttung aus der GmbH macht, dann zahlt er 25% Kapitalertragssteuer. Das ist nicht meistens günstiger. Reden darf oder auch kann. Und da gibt es noch ein 4,8 Millionen Euro liegt da. Eine Sache, und zwar sind das die ganzen Placements, meine festen Partner, Aktionen, bezahlte Streams, also diese ganzen Sachen, was ich so abseits von Twitch und YouTube verdiene, aber halt so auf Insta und auch mal einen bezahlten Stream, sowas gibt's ja. Da kann ich euch keine genau, oder meine festen Partner, ne, ihr wisst ja, da kann ich euch keine genauen Zahlen sagen. Ich kann euch aber sagen, dass wir uns da auch, also ich darf es euch nicht sagen, ich darf es vertraglich nicht. Genau, und das steht meistens in diesen Verträgen drin, dass man darüber nicht reden kann. Ich habe einige solche Sponsoring-Verträge halt schon gesehen, weil ich meine, wenn wir die Buchhaltung für Content Creator machen, dann muss ich natürlich auch die Verträge sehen, was darin vereinbart ist, damit das richtig versteuert wird. Wie gesagt, ich kenne die Buchhaltung und die Zahlen von Elias nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber es ist vollkommen üblich, dass man darüber nicht reden soll in der Öffentlichkeit. Aber ich kann euch sagen, alles zusammen, was ich in diesem Jahr gemacht habe, da bist du auch im siebenstelligen Bereich. Das sind die Einnahmen von Eli Jello. Ganz offen und ehrlich, einfach versucht euch das mal zu erklären. Also muss ich ganz ehrlich sagen, knapp 6 Millionen Euro, das muss man sich mal vorstellen. Gut, er ist sehr fokussiert auf FIFA, früher E-Sportler gewesen. 6 Millionen, da hängt er die meisten Profifußballer mit ab. Herzlichen Glückwunsch, ich habe großen Respekt vor jemandem, der das aufbaut. Und weil wir gesehen haben, der macht das noch gar nicht so lange. Also vor 2-3 Jahren wird das noch sehr viel weniger gewesen sein. Und 6 Millionen, das bei ihm landet. Also die Firmen werden ja noch sehr, sehr viel mehr Umsatz machen. Das ist sehr, sehr sportlich. Damit die ganzen Fragen auch beantwortet sind. Es sind zwischen 5 und 6 Millionen Euro brutto. Ist auch vielleicht für alle, die das jetzt sehen. Was schätzt ihr? Elias, ist er der Bestverdienendste auf YouTube? Wir haben schon mal ein Video gemacht zu Montana Black, weil Montana Black seine Steuerzahlung gesagt hat und kann aufgrund der Steuerzahlung, die er leistet, ungefähr zurückrechnen, was er tatsächlich an Einkommen hat. Elias liegt über Montana Black. Denkt ihr, da gibt es noch jemanden, der drüber ist? Gibt es noch jemanden, den wir uns vielleicht noch anschauen sollten, der vielleicht in der gleichen Liga spielt? Ich will euch einfach nur zeigen, was hier so abgeht. Es sind zwischen 5 und 6 Millionen Euro brutto. Und das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass ich euch sehr dankbar bin und dass es natürlich sehr viel Geld ist und das fühlt sich an wie in so einem Traum, besonders Freunde, weil da kann ich euch mal so ein bisschen davon erzählen. Es ist jetzt das Jahr 2022. Vor 4 Jahren hatte ich fast kein Geld auf dem Konto. Weil ja, genau. Also der macht das halt auch noch nicht so besonders lang. Also das ist wirklich... Damals, weil ich so ein Dulli war, habe ich mir ein Auto direkt geholt von meinem Erspartes und ich hatte, keine Ahnung, ein paar hundert Euro auf dem Konto. Ich bin euch sehr dankbar. Vielleicht motiviere ich auch Leute da draußen, so rein vom wirtschaftlichen Erfolg her. Kann man es schaffen, wenn man sich
sich den Arsch aufreißt. So, und jetzt springe ich mal ein kleines bisschen. Jetzt hat er ja über das ganze Einkommen gesprochen, was wirklich Wahnsinn ist. 5,8 Millionen, er spricht immer von Brutto. Das ist ehrlicherweise so eine Mischung aus Ausschüttungen, Vorsteuern, Bruttogehalt, Betriebseinnahmen und so weiter. Also es ist bunt gemischt, aber ganz grob gibt es einem ja schon ein Einblick darin, wo er da so finanziell steht. Aber das Einkommen ist ja quasi das Geld nur, was zufließt. Das andere ist tatsächlich das, was an Substanz da ist. Also wie reich ist er eigentlich? Wie viel Vermögen besitzt er? Und auch dazu hat er eine Frage bekommen und auch den Part schauen wir uns noch einmal an. Ja, hier auch aktuelles Vermögen, wieder Geldfrage. Das war auch extrem oft. Ja, ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Es ist so schwer für mich, die Zahl herauszubekommen. Was ja auch in dein Vermögen reingeht, sind deine Firmenanteile. Also bei ganz vielen Unternehmern sind die Firmenanteile größter Anteil am Vermögen. Könnt ihr euch auch die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt anschauen? Das sind halt die Unternehmer. Im Augenblick, weiß ich nicht, Elon Musk und so, der hat natürlich den größten Teil seines Vermögens in sein Unternehmen. Also Tesla, SpaceX, Twitter, das sind halt so die größten Positionen. Das ist nicht sein Kontostand. Das heißt, also als Angestellter hat man vielleicht ein Depot, eine Altersvorsorge, hat man sein Konto und so weiter. Da kann man einfach drauf gucken. Das ist natürlich, wenn dir ein Anteil an einem Unternehmen gehört, ist das natürlich nicht so. Du hast keinen Tageswert von deinem Unternehmen. Außer es ist halt an der Börse. Dann kannst du im Zweifel einfach gucken, wie viel Prozent dir gehört und was die gesamte Marktkapitalisierung von dem Unternehmen ist. Das ist der Preis eines Unternehmens gerade. Das ist, wenn das Unternehmen nicht an der Börse ist, geht das nicht so einfach, diesen Wert zu ermitteln. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Wert die und die Firma hat. Ihr wisst ja, den habe schon oft drüber geredet. Elevate macht ungefähr einen Umsatz von 20 Millionen im Jahr. Elevate von 20 Millionen, das ist echt krass. Elevate ist seine Klamottenmarke und wenn die 20 Millionen machen, das ist schon sehr ordentlich. Das ist ein Multimillionenunternehmen, Focus ist ein Multimillionenunternehmen. Focus liegt auch in den Millionen. Was glaubt ihr, wie diese ganzen E-Sportler, die bei uns sind, bezahlt werden und die verlangen nicht ein Apple und ein Ei? Das kann ich euch auch sagen. VitaVate, wir haben 30 Millionen Flaschen verkauft im ersten Geschäftsjahr. Das heißt, ich glaube, VitaVate und Elevate sind am wertvollsten. 30 Millionen Flaschen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was der Preis ist pro Flasche. 30 Millionen in einem Jahr. Die werden natürlich zu anderen Preisen auf der Webseite verkauft als für Rewe und Edeka und ich weiß nicht, wo die überall verkauft sind. Aber man kann das ja vielleicht ganz grob einmal schätzen. Deswegen gehen wir auf die Seite einmal. VitaVate, da sehen wir. 15er Pack Flaschen kostet 22,99. Wahrscheinlich wird das günstiger, je größer die Packung ist. Das ist auch relativ klar. Aber wenn wir einfach mal 22,99. Wir nehmen einfach mal 22,99. Das ist natürlich inklusive Umsatzsteuer. Die rechnen wir einmal raus, weil das zählt nicht zum Umsatz. Das heißt, man zahlt für 15 Flaschen 19,31 €. Genau. Und dann rechnen wir einmal durch 15 und dann kommen wir auf 1,27 €. Keine Ahnung, das ist so das, was wenn sie es über die Webseite verkaufen. Je größer die Pakete sind, desto weniger zahlt man pro Flasche. Natürlich wird Edeka, Rewe, Großhandel nochmal deutlich weniger bezahlen. Wenn man da mit 1 Euro rechnet, das heißt irgendwas zwischen 70 Cent und 1,30 pro Flasche. Und wenn sie 30 Millionen Flaschen im ersten Jahr verkauft haben, dann kann man schon davon ausgehen, dass die vielleicht 30 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Dann wissen wir aber, Elevate 20 Millionen Umsatz, das Vitaminwasser 30 Millionen Umsatz. Das E-Sport-Team sagt da auch Millionen. Da steckt viel Substanz, auf jeden Fall in den Unternehmen. Verkauft im ersten Geschäftsjahr, das heißt, ich glaube, VitaVate und Elevate sind am wertvollsten, rein von dem Ding her, denke ich mal. Da habe ich auch die meisten Anteile. Perform All ist ein... Das heißt auch da, Perform All, das ist seine App. Das ist natürlich ein Riesending. Es gibt übrigens unterschiedliche Methoden, wie man den Wert eines Unternehmens kalkulieren kann. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann kann ich ganz vertiefend dazu mal ein Video machen. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Grundsätzlich setzt sich der Wert eines Unternehmens, wie jeder Wert, natürlich zusammen aus Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn jemand ein Unternehmen verkaufen möchte und jemand anderes möchte ein Unternehmen kaufen, dann einigt man sich. Das passiert an der Börse, jeden Tag. Da wird natürlich nicht ein ganzes Unternehmen verkauft oder nur sehr selten ein ganzes Unternehmen verkauft, sondern nur kleine Teile. Aber auf der Börse, bei Aktiengesellschaften, gibt es halt einen
tagesaktuellen Preis. Das heißt, da gibt's das. Das gibt's bei Unternehmen, die nicht an der Börse sind, gibt's das nicht. Und da schwanken die Preise auch ganz extrem. Gerade in diesem Jahr oder gerade im Jahr 2022 ist es in vielen Startups die Bewertung extrem gefallen. Und Bewertung heißt, es gab halt nicht mehr so viele Leute, die Anteile an diesen Unternehmen kaufen wollten. Und deswegen sind die Bewertungen, das heißt die Firmenwerte, extrem gefallen. Auf der anderen Seite hast du auch nichts von diesem theoretischen Wert, wenn du es halt nicht verkaufen willst. Es gibt aber eine Methode, die möchte ich euch zumindest mal mitgeben, wie man so einen Wert ermitteln kann. Und zwar nehmen wir da mal Elevate. Und zwar könnte man schauen, ob es nicht Unternehmen gibt, die etwas Ähnliches machen, die an der Börse sind. Und zwar könnte man jetzt vergleichen Elevate zum Beispiel mit Zalando. Zalando produziert das jetzt nicht, ich kenne das Geschäftsmodell von Elevate nicht 1:1, aber man könnte sich mal Zalando anschauen und gucken, wie viel wert ist eigentlich Zalando. Und ich gehe jetzt einmal auf börse.de und da sehen wir die Zalando-Aktie, sehen hier auch eine Aktie, also ein Anteil an Zalando kostet gerade 42,67 €. Aber die Zahl, die interessant ist, heißt KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, da kann man ablesen, wie viel mal Gewinn, also wie viel wert dieses Unternehmen ist, gemessen am Gewinn. Oder gemessen am Umsatz. Wir kennen den Gewinn von Elevate nicht. Es gibt aber auch das Verhältnis zum Umsatz. Und das sieht man meistens, wenn man solche Zahlenanalysen anschaut. Dann sehen wir hier zum Beispiel, bei Zalando ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also der KGV, im Jahr 2021, da sollten die Zahlen ja auf jeden Fall da sein, hat Zalando 101,2 Mal Gewinn gekostet. Das heißt, bei 1 Million Euro Gewinn hätte Zalando 101,2 Millionen Euro an Firmenwert gehabt. Das ist ehrlicherweise wahnsinnig schwierig in Unternehmen in der Wachstumsphase, so in der Startup-Phase, weil die häufig noch keinen Gewinn macht. Aber die genau gleiche Bewertung gibt es auch bei Umsatz, das heißt KUV, Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und ich glaube schon, dass man da beispielsweise ein Zalando nehmen kann, vielleicht findet man ein besseres, passenderes Unternehmen, vielleicht ein Hugo Boss oder vielleicht ein About You. Und dann könnte man das KUV nehmen und anwenden auf Elevate. Und da ist der Wert 2,92. Das heißt, das Unternehmen Zalando hatte insgesamt einen Wert, das betrug 2,92 mal den Umsatz eines Jahres. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das beste Vergleichsunternehmen ist, könnte man sagen, dass Elevate 2,9 mal, ungefähr 3 mal Umsatz wert war. Und wenn Elias uns jetzt sagt, dass die 20 Millionen Umsatz gemacht haben, dann kann ich 20 Millionen mal 3 rechnen und weiß, dass Elevate einen Wert hatte von 60 Millionen Euro. Und das ist heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent ihm daran gehören. Das gleiche könnte man mit VitaVate machen. Also man könnte gucken, gibt es da ein Unternehmen, vielleicht nimmt man Coca-Cola, vielleicht nimmt man PepsiCo und guckt da auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis, weiß denn den Multiplikator auf den Umsatz und kann sich so denn den Wert des Unternehmens rausrechnen. Und so könnte man sich dem ganzen Vermögen von Elias auch nähern. Also wenn man jetzt weiß, dass Elevate 60 Millionen eine Bewertung hat, theoretisch, dann und gehört ihm 30%, dann rechnet man halt 60 Millionen mal 30% sind 18 Millionen. Das heißt, dann wäre sein Anteil an Elevate 18 Millionen wert. Und das müsste man bei allen Unternehmen schauen. Es gibt jetzt hier, glaube ich, keinen großen Sinn, aber so könnte man sich einem Preis nähern. Das bedeutet aber nicht, dass sie tatsächlich auch zu dem Wert tatsächlich verkaufen werden oder jetzt auch verkaufen könnten. Das heißt, es müsste dafür ja auch irgendeinen Interessenten geben. Aber so könnte man sich dem Ganzen nähern. Ein Millionenunternehmen, kein Multimillionen, aber ein Millionenunternehmen und Delay Sports ist halt kein richtiges Unternehmen. Also wenn ich da, ich weiß es nicht, sagen wir mal, ich kann nicht einschätzen, wie viel wert diese Anteile sind, weil die halt auch noch so jung sind alle. Deswegen zähle ich das mal nicht dazu, ich weiß es nicht, ich kann das nicht einschätzen. Und sonst Vermögen, Chat, habe ich auch schon oft drüber geredet. Ich habe meiner Mutter ein Haus gekauft, das Haus wäre dann mein Vermögen. Ich habe mir 2 Penthäuser in Berlin gekauft, die eine ist schon abbezahlt, da werde ich privat leben, das ist auf jeden Fall mein Vermögen. Die zweite Wohnung auch, dann habe ich Uhren, ich habe 6 Uhren, aber jetzt auch nicht so krass teure, ne? Also jetzt hier keine Richard Mille oder sowas. Die haben vielleicht einen Wert von 150.000 oder so, alle 6 zusammen. Dann habe ich einen Urus dann, den Lambo später. Ich habe ein Aktiendepot von 1,4 Millionen, da stecke ich halt, ich stecke da schon sehr viel Geld rein, das was übrig bleibt, stecke ich eigentlich relativ viel in Aktien rein. Da bin ich momentan auch im Minus, habe ich ja auch schon mal auf Insta gezeigt, irgendwie, keine Ahnung, 70.000 oder so im Minus. Also wenn du mich fragst, ich weiß es nicht, ich würde sagen, irgendwie, wenn ihr eine Zahl hören würdet, ich würde sagen, Vermögen irgendwas zwischen 5 und 9 Millionen. Also so. 5 und 9 Millionen
wage ich sehr stark zu bezweifeln. Er hat ja jetzt schon gesagt, 3 Häuser, einmal für die Mama, einmal für ihn selbst, und dann hat er noch ein anderes Penthouse, dann Auto rechne ich mal raus, weil ja, Auto hat ein Vermögen, das fällt aber in der Regel bei der Nutzung halt so wahnsinnig schnell. Die Uhren, 150.000 ist gar nicht mal so wahnsinnig viel, Aktiendepot und vor allen Dingen seine Unternehmensbeteiligung. Und wenn die Zahlen so sind, ja, es sind junge Unternehmen und so weiter, ich habe keine Ahnung, wie groß seine Beteiligungen sind. Aber ich gehe davon aus, von dem, was er erzählt hat, dass seine Unternehmensbeteiligungen wahrscheinlich locker über 20 Millionen insgesamt wert sind. Vielleicht Richtung 50 Millionen. Wie gesagt, das ist rein Papiervermögen. Davon hat er gar nichts. Also wenn er nicht verkauft zu diesen Preisen, dann hat er dieses Geld auch nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass man durch Unternehmensbeteiligungen auf dem Papier wahnsinnig schnell sehr, sehr vermögend ist. Und was sagt er hier? Das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Also sein Vermögen mit den Unternehmensbeteiligungen ist definitiv deutlich über 10 Millionen. Hören wird, ich würde sagen, Vermögen irgendwas zwischen 5 und 9 Millionen. Also ist so krass groß die Spanne, ne? Aber ich weiß, also wegen den Anteilen auch von den Firmen und sowas, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Wenn ihr eine Zahl haben würdet, würde ich sagen, irgendwas zwischen 5 und 9 Millionen. Dieses Jahr habe ich euch gesehen, 5 Millionen ist auch so unrealistisch. 1,4 Millionen Aktien, Penthäuser hat er gesagt, 2 Millionen, 3 Millionen vielleicht. Da ist er ja, allein damit ist er ja schon bei fast 5, wenn er jetzt ein Uhren, Auto und so weiter dazu rechnet. Das heißt vielleicht ohne Firmenbeteiligung bei 5 und dann kommen die Firmenbeteiligung halt noch dazu. Ich verdiene zwischen 5 und 6 Millionen. Letztes Jahr waren es nicht so viel. Es waren nicht 5 und 6 Millionen. Letztes Jahr waren es 2 Millionen, glaube ich. 2,5 Millionen, sowas in der Art. Er hat es überlebt. Und davor im dritten Jahr, da vor 3 Jahren, Chat, da habe ich noch nicht viel Geld verdient. Das ging ja alles so krass schnell nach oben. Deswegen ist das Vermögen relativ ähnlich zu meinem Jahresgehalt, würde ich sagen. Ich gebe es halt nicht so krass viel aus. Tut mir leid, wenn ich da jetzt deine Frage nicht richtig beantwortet habe, aber es fällt mir voll schwer. Also ich weiß es nicht ganz genau. Sollte ich eigentlich mal wissen, aber muss ich mir vielleicht auch mal machen. Aber das mit den Firmenanteilen irritiert mich halt schon extrem, ne? Versteht ihr vielleicht auch. Wenn ich... Ja, also Firmenanteile zusammengefasst ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. Natürlich ist auch, ich würde sagen, die Vergleichsunternehmen, die an der Börse gelistet sind, zu nehmen, ist natürlich nur so eine ungefähre Einschätzung. Tatsächlich wird diese Methode aber deutlich akkurater sein als das, was er da macht. Und natürlich wird er jetzt über die nächsten Jahre, hat er gesagt, das wächst gerade ganz extrem. Das wird, muss er erstmal bestätigen, dass es auch langfristig so ist. Er hat ganz offensichtlich jetzt gerade einen extremen Lauf, einen extremen Hype und es funktioniert offensichtlich finanziell gerade wahnsinnig gut, aber er muss auch zeigen, dass das Ganze nachhaltig ist. Deswegen kannst du jetzt so eine Vita Weight wahrscheinlich nicht 1:1 mit Coca-Cola vergleichen. Coca-Cola beweist schon seit Jahrzehnten, dass sie profitabel arbeiten und Vita Weight seit einem Jahr. Aber natürlich, der Anstieg ist sehr, sehr beeindruckend. Deswegen schauen wir mal, wie das die nächsten Jahre läuft. Für mich war das wahnsinnig interessant. Ziehe meinen Hut, absolut super spannend, einmal in sein ganzes Imperium mehr Einblick zu haben. Wenn du das Video spannend fandst und du vielleicht noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar. Wenn du weitere solche Videos sehen möchtest, dann tust doch. Wir haben schon einige solcher Videos veröffentlicht. Eins findest du hier und eins hier. Und ansonsten abonniere doch gerne den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.